Hallo, liebe Community, ich bin der Säulenmann. Versteckt mich nämlich hier hinter Säulen. Da hinten war gerade wieder der Big Fucker. Der läuft hier irgendwie rum. Wie auch immer der hier hinkommt. Oder warum er hier rumeiert. Kein Problem. Also ich habe ehrlich gesagt auch kein Problem mit dem, ne? Vor allem das Ding piept auch die ganze Zeit. Man muss mich doch gezwungenermaßen hören. Reloaden wir erstmal unsere einzige Weapon hier. Tür zu. So, ich heile mich einfach mal. Weil das halte ich für die intelligenteste Sache. Ich setze mich jetzt hier einfach mal rein. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, la 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 la. Und dann warten wir mal. Aber wenigstens wissen wir, dass wir uns hier verstecken können. Ja. Liebe Freunde der Schnappatmung. So ist das hier halt. Bei Outlast. Blank! Ja, ich bin tot, das war's. Das war's. Das war echt scheiße. Oh Mann, ey, Mr. Katafi hat echt recht. Ja, ich rede ja halt viel über Mr. Katafi. Das hat halt den Hintergrund, dass der einige kluge Sachen gesagt hat. Nein, jetzt werde ich hier wieder zum Anfang zurückgesetzt. Ey, fuck you. Hä? Hallo? Genau, ich mach mal vor mir selber die Tür zu. Fido muss Gassi gehen. Fido. Ich nenne dich ab heute Fido, den Fucker. Könnte bitte mal jetzt nicht mein System sich aufhängen, danke. Aber Hauptsache Stress, ne? Hauptsache es richtig scheiße machen für den Gamer. Aber okay, ich habe auch die Tür von mir selber zugemacht. Ich bin auch selber Honky Brain. Na, Big Fucker? What's the count, hä? Wenn ihr wisst, aus welchem Spiel das kommt. Natürlich kommt er jetzt hier lang. So. Und Licht aus. So, wir haben noch 4 Batterien. Jetzt, ja. Leider habe ich keine Treppenwitze am Start. Stattdessen machen wir jetzt hier Spindwitze. Ja, der Big Mongo müsste jetzt hier gleich mal lang, wusste ich's doch. Jetzt erzähl mir nicht, dass er das Ding wieder anmacht. Wieso findet er uns da drin? Ja, wir machen nämlich Türen einfach hinter uns zu. Und das hält andere Menschen nämlich auf. Love was made for me and you. Fragt mich nicht, wie ich darauf gerade komme. So, da ist eine Wolf.
Gut, wer regeneriert zum Glück innerhalb von 20 Mikrosekunden? Denn wir haben ja Power Armor an. Wir sind nämlich ein Space Marine. Gut, das dürften die meisten von euch nicht kennen, alles hier. Warhammer 40k und so. FTW. So, den Big Fucker haben wir da hinten eingesperrt. Gehen wir einfach mal hier rein. Wieso sieht mich hier gerade irgendjemand? Wie konnte der die Tür so schnell öffnen? Hat er einen VHS-Code belegt, den Türen öffnet oder was? Oh, ist schon scheiße, ne? Wenn man ein riesiger Steinklops ist und da nicht durchpasst. Oh, Chuck Norris hat Mitleid mit dir. Oh, oh. Wo zum Teufel muss ich jetzt eigentlich hin? Könnt ihr bitte mal diese überdramatische Musik irgendwie aufhören? Ja, wie hier Raditzky-Marsch. Geht mir doch mal alle bitte ein bisschen weniger auf den Sack. Die Batterie singt uns auch schon wieder das Lied vom Tod. Dann laden wir einfach mal nach. Ist noch gar nicht notwendig, aber wir machen das einfach mal. Tja, er geht hier auch in diese Richtung, also gehen wir da mal wieder unten rein. Das ist so ätzend, mich fuckt das so ab, ey. Hui. Ein bisschen künstliche Spannung aufbauen. Ja, denn er sieht uns hier unten drin nicht. Weil er ist vollkommen Laterne in der Birne, trägt Scheuklappen und hat was weiß ich für Probleme. Und er bleibt doch genau vor dem Loch stehen. Und da hängt sein riesiger Mongo-Bauch irgendwie. Ey, ihr könnt bei uns auch durchgehen. Ja, aber wo muss ich lang? Wolfsday. Tja, damit hat es sich erledigt. Ich jetzt weiß, wo ich lang muss. Oh, es wurde auch gerade gespeichert. Wie human. Und muss ich ja schon richtig dankbar sein, wenn hier mal gespeichert wird. So, Big Fucker. Speichern Grund, ja. Weil Psychopathen geben immer so Geräusche von sich. Warte mal, wer ist denn hier noch der Mundatmer hier? Das ist doch hier Kameraboy. Ja, liebe Community. Und dort im Nebel, dort schwindet er dahin. Und genauso schwinden auch wir dahin. Er ist gerade darüber gehüpft, habt ihr gesehen? Ja, aber so schwinden auch wir dahin, liebe Community. Nämlich bis zur nächsten Folge. Bis dann, ciao.